Kinder, ihr seid jetzt sicherlich schon gespannt, was jetzt mit dem kleinen Rudolf passiert. Ob er nun glücklich wird oder nicht, das werdet ihr jetzt gleich erfahren. Rudolf blickte auf, wischte sich mit den Hufen die Tränen aus den Augen und sah eine bildhübsche Elfe, deren Ohren im Rhythmus eines Vogelschlags hin und her flackerten. Mein Name ist Herbie. An diesem Tag schlossen sie Freundschaft, schwatzten bis in die Nacht und kehrten erst am frühen Morgen heim. Mit Riesenschritten ging die Zeit auf Weihnachten zu. Am Vorabend des Weihnachtstages übergab die Wetterfee Santa Claus den Wetterbericht. Mit sorgenvoller Miene blickte er zum Himmel und seufzte resigniert. In dieser Nacht fand Santa Claus keinen Schlaf mehr. Schließlich machte er sich auf den Weg zur Erde. Vielleicht finde ich dort eine Lösung. Während seines Fluges begann es in dichten Flocken zu schneien, so dicht, dass Santa Claus kaum etwas sehen konnte. Lediglich ein rotes Licht unter ihm leuchtete so hell, dass ihm der Schnee wie eine riesige Menge Erdbeereis vorkam. Santa Claus liebte Erdbeereis. Hallo, was hast du für ein hübsches, wundervolle Nase? Du bist genau der, den ich brauche. Was hältst du davon, wenn du am Weihnachtstag vor meinem Schlitten herläufst und mir so den Weg zu den Kindern zeigst? Als Rudolf die Worte des Weihnachtsmannes hörte, fiel ihm vor Schreck der Tannenbaum zu Boden und seine Nase glühte so heftig wie noch nie in seinem Leben. Vor lauter Freude fehlten ihm die Worte. Natürlich, furchtbar gerne. Ich freue mich riesig. Doch plötzlich wurde er sehr traurig. Aber wie finde ich den Weg zurück zum Weihnachtsdorf, wenn es so dicht schneit? Im gleichen Moment, in dem er die Worte aussprach, kam ihm eine Idee. Bin gleich wieder da. Während er schon im schnellen Galopp auf dem Weg in den Wald war und ein Verdutzen Santa Claus zurück. Wenige Minuten später kehrten ein Rentier mit einer glühenden Nase und eine Elfe mit wackelnden Ohren aus dem Wald zurück. Sie wird uns führen, Santa Claus. Mit ihren Ohren hält sie uns den Schnee vom Leibe und sie kennt den Weg. Das ist eine prachtvolle Idee. Aber jetzt muss ich zurück. Auf morgen dann. Und so geschah es, dass Santa Claus am Weihnachtstag von einem Rentier mit einer roten Nase und einer Elfe mit wackelnden Ohren begleitet wurde. Rudolf wurde für seine treuen Dienste am nächsten Tag von allen Rentieren begeistert empfangen und gefeiert. Den ganzen Tag tanzten sie auf dem größten Marktplatz und sangen dazu. Rudolf mit der roten Nase, du wirst in die Geschichte eingehen.